Ja, ich hab Hunger. Ist ja Zelda. Ich will eigentlich Kühe, aber da waren wir noch zu wenige. Ja. Also ich empfehle es niemandem, der damit von keine Ahnung hat. Aber wenn man dann schon Erfahrung hat, weil genau da war es, da war ich stehen geblieben. Ich habe die Bibi ja gefunden gehabt und da hat sie geblutet. Und da habe ich mir schon gedacht, das ist darin, weil das hat von dort aus das Blut. Das hat man gesehen. Dann habe ich angerufen, ob man mit der vorbeikommen kann. Leider war es schon keine Aufnahme mehr. Deswegen hat es noch mehr gekostet als bei der Stella. 15 Euro mehr, weil wegen Notaufnahme, keine Ordination. Naja, und jetzt habe ich wieder vergessen. Aber jetzt habe ich so lange mit Dementen gearbeitet, jetzt werde ich selber. Mist. Mir fällt es gleich wieder ein. Ja, ich hab das nicht. Jetzt ist 22.02 Uhr, Moment. Es ist still draußen. Cool. Nein, jetzt ist nicht mehr still draußen. Könnte man ja eigentlich jetzt anrufen. Naja, ich beende noch die Aufnahme da. Hallo. Musik, das klingt wie Text, das würde sich verabschieden. Ja, hoffentlich. So, wir wollen nicht züchten, wir wollen nicht vermehren, sondern züchten. Das heißt, zuerst wieder mal die gefleckerten. Schwarz-weißen. Ihr wart schon. Das war ein Sandkaninchen. Dann machen wir gleich den Sand weiter. Also das ist ein Baby. Irgendwen habe ich jetzt anders getroffen. Ja. Das war's dann ganz offensichtlich eh schon. Schatzi, das ist ganz schlecht, was du da machst. Ja, genau. Schnell weg.
so. Bibi. Notaufnahme. Ja, auf jeden Fall habe ich es mir da auch zeigen lassen. Die haben auch Verbandszeug mitgegeben. Ja, jetzt habe ich sie da. Weil ich angerufen habe, so, schon wieder. Und habe gefragt, was ich machen soll und Dings, ob ich vorbeikommen soll. Ja, dann haben wir gedacht, naja, das aufhört zum Bluten, verbinde ich sie halt mal. Und sie hat gemeint, das sieht sehr professionell aus und dass ich das schon richtig gemacht habe, dass ich das gleich, nachdem ich angerufen habe, blöderweise. Aber es hat eh nicht so, also hätte ich stärker geblutet, hätte ich sofort gemacht. Achso, Eier, Milch, Dings, Ei. Oh, Eier, wieso habe ich eigentlich Eier? Muss man rüberschmeißen. So, weiße Wolle. Ah, was? Pflanzliche Nahrung? Naja, wird schon passen. Jetzt haben wir es. Ups. Ja. Also ich habe es von Anfang an richtig gemacht. Ich habe alles zu Hause. Habe jetzt auch noch so ein Erste-Hilfe. Wieso gehe ich eigentlich bei der Tür raus? Erste-Hilfe-Set für Tiere gekauft. Zwei sogar. Die teste ich jetzt. Bei den Wachteln hat man eh genug zum Testen. Noch genug Platz. Da brauche ich eigentlich gar nichts füttern, die wachsen von alleine. Ah ja, meine Wachteln haben übrigens Gnadenhof-Status, was man sich aber auch bei dem Betrag, den ich schon ausgegeben habe, für sie sicher denken kann. Was ich mir überlegt habe, ob ich vielleicht züchten soll, also vermehren eigentlich, und die Kinder dann, ja, essen. Um die Massentierhaltung zu stoppen, naja, zumindest ist, zu verringern. Weil ich esse ja noch nur Geflügel, hauptsächlich Huhn. Und Wachtel wäre halt kleines Huhn. Ja. Ja, bisher habe ich es noch nicht gemacht. Ich fehle noch ein Brüter, weil die brüten leider nicht selbst. Ja, jetzt müssen wir aber eh aufhören. Wächst so langsam, was ist das? Ist ja furchtbar. Na, das geht schon langsam. Bei meiner Lieblingsmusik hören wir auf, das ist super. Ich gehe mal wieder rauf. Haben wir die Aussicht auch mal wieder. Müssen wir auch noch fertig bauen. Ah, nicht ruckeln, hör auf. Ja, die Felder bei Nacht. Gehen nicht einmal gescheit alle. Na, oh ja, so geht. Na. Schwert verdeckt und jetzt versteckt sie unten links. Naja, auf jeden Fall hoffe, dass euch die Videoaufnahme gefallen hat. Ich hoffe, dass bald wieder alles schön eingependelt ist mit dem neuen Boden. Hoppala, jetzt habe ich den Ritter abgeschossen. Ich habe da einen Ritter stehen, mit Pferd, mit Drachenschild. Ja, der liegt jetzt am Boden, der ist auch müde, der schläft jetzt. Ich hoffe, hat die Aufnahme gefallen. Und dann sage ich tschüss, bis zum nächsten Vlog. War ziemlich sicher oder auch nicht.
Zum nächsten Video halt. Tschüss.